Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part des Spiels Adler Mannheim gegen die Krefeld Pinguine. Es steht momentan 0:1 für uns Adler Mannheimer. Ein schöner umkämpfter erstes Drittel so rum. Und ich hoffe, das setzt sich jetzt im zweiten Drittel fort. Geht da rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. One period down, another period beckons here. What did you think of the first? The Penguins are down only by one, Doc, and they're lucky. The way they turned over the puck in that first period, this could easily be a 3 or 4 goal deficit. Our game is in the middle period, and it's underway right now. Oh, da hätte er ein bisschen früher passen gemusst. Back in his defensive end to get it. So hat er keine Chance, den Puck sich zu erholen. Keine Chance auf eine schöne Torschance. Aber jetzt die Krefelder. Mal wieder. Wir können zum Glück noch halten. Jetzt gehen wir wieder mal vor. Und auch der Keeper von Krefeld hält. Chance aber noch nicht geschlagen. Oh, und eine Schlägerei. Die Krefelder meinen, sie müssen uns auf die Schnauze geben. Aber jetzt geht es schön auf die Kauleiste, mein Freund. Ja, schön auf die Kauleiste, mein Freund. Man legt sich mit einem Adler Mannheim-Spieler an. Das sollte dir jetzt klar sein. Viel Spaß bei den Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Oh, that was a grueling scrap. They're going to get a chance to rest for 5 minutes. Und der Keeper, der steht da und guckt zu. Vielleicht haben die ja Wetten abgeschlossen, die Keeper, die Schiris und der Adler Mannheims coaching staff is going to have to adjust. A game misconduct has been handed out. You can't act like that. That's a game misconduct. Und weiter geht's. Nach einem kleinen Highlight, einer Schlägerei. Er kann die Chance vereiteln, der Keeper mal wieder. Und ich wollte schon sagen, Krefeld ist wieder im Ballbesitz, aber dann hat sie wirklich den Druck. Oh, wieder eine Chance. Aber jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Also das, was ich mir erhofft hatte, setzt sich fort in diesem Part. Es ist wie weiter schön umkämpft. Also das macht wirklich, wie gesagt, Spaß. Hoffentlich ebbt es jetzt nicht ab. Das wäre meine Befürchtung, dass es dann wieder am Endeffekt 5:0 für uns ausgeht oder 5:1 oder 4:1, was weiß ich. Das wäre halt wirklich schade. Oh, oh, irgendwas. Ja, es gibt eine Strafzeit. Ja, Strafzeit gegen die Krefeld Pinguine, so sieht's aus. Also so scheint es mir jetzt. Ja, wahrscheinlich wegen Behinderung. Zeitstellen. Ja. Strafzeit gegen die Krefeld Pinguine, wir sind in Überzahl 2 Minuten. Können wir es nutzen? Können wir es nicht nutzen? Wir werden es jetzt sehen. Und wir können es erstmal nicht nutzen. Mannheim's in their own end and has possession. Gotches cut through the neutral zone. It's a 2-on-2. What do they do next? Score! Und wir können es nutzen. 2:0. Ich glaube, es war Marcel Gut. Schön herausgespielt. Da hat der Keeper der Torhüter das Nachsehen. Und somit ist die Unterzahl beendet, weil es ein Überzahltor war. Also wir haben unser Überzahlspiel ausgenutzt, machen das Tor, hoffentlich ebbt das jetzt nicht ab, hoffentlich kommt sie wieder ins Spiel, das wäre so schön, das würde ich mir echt wünschen. Und er schießt. Also, Eishockey-Spiel verlernen sie nicht, sondern machen einfach weiter. Und du musst in so einem Spiel, wenn du nach Unterzahl 2:0 zurücklegst, musst du einfach weitermachen, so wie jetzt. Denn nur so kannst du vielleicht nur das 2:1 oder 2:2 erzielen. Blocked.
oder erst das 2-0 halt halten. The Penguins control the play through the neutral zone. Taken away. Has gone back into his own end. Propelled to Gotch. Not a long pass, but effective. He's got it. Great grab. Ja, und der Torhüter macht trotz der 2 Gegentoren alle Ehre. Hält die Bälle weiter. Die Pucks. Worum? Also es geht App so glücklich ab. Bis jetzt ist meine Befürchtung nicht bestätigt. Da fällt das 3-0. Und jetzt passiert es dann wahrscheinlich, dass das Spiel in der 13. Minute abebbt. Ich rede noch so davon, dass meine Befürchtung sich nicht bestätigt. Aber dann bestätigt sie sich jetzt vielleicht doch. Außer, man weiß ja nicht. Sie haben ja trotzdem weiter mitgespielt. Die könnten es noch schaffen, die Krefelder. Hoffen wir es mal. Also drücken wir die Daumen mal nach oben für die Krefelder und für die Mannheimer. Dass es hier nochmal ein interessantes Spiel gibt. Ja, genau sowas. Genau sowas. Weil nur so können, kann man Tore machen. Abseits jetzt wieder. Und damit ist eine kleine Pause im Spiel entstanden. 5 Minuten 13 noch zu spielen in diesem Drittel. Aber es bleibt trotz spannend, trotz dass wir jetzt 3 zurückführen, bleibt es spannend. Sie blocken gut. The Penguins carrying on through the neutral zone. It's a 3-on-2 as they move in. Steps between the circles, outstanding point blank. Schön weggeblockt. Also wie gesagt, die spielen trotz 13-0 Rückstand mit und holen sich jetzt den Punkt. Jetzt wird's wieder schwierig. Doch da geht einer mit. Und Dennis hält wieder. Dennis Endras hält den Puck vor dem Pfosten. Und jetzt können wir wieder Entwarnung geben. Jetzt geht's wieder nach vorne. Und der Keeper hält wieder 1 Minute 21 in diesem Drittel noch zu gehen. Und nach diesem Part werden wir erstmal die Damen kommen. Sitting behind their net, got up and showed their respect by bowing to him after that huge save. Good face-off win. Great glove grab. Also wie gesagt, mein größter Respekt bis jetzt an die Krefelder, dass sie trotzdem noch mitspielen, obwohl sie 3-0 hinten liegen. Manch einer im Fußball hat da aufgehört zu spielen. Vor allem, wenn man gegen Bayern München spielt in dem Fall. Auf den Fußball bezogen jetzt. Und ich verpasse den Bulli. Oder das Bulli? Heißt es den Bulli oder das Bulli? Das ist auch so eine Frage, die sich stellt. Oh, und wie gesagt, sie arbeiten mit ihren Chancen, trotz Rückstand. Adler Mannheim's continuing on up the wing. Give that goalie credit for another. Und das war's mit dem zweiten Drittel. Es steht jetzt 3-0 für die Adler Mannheim. Ich spiele Adler Mannheim gegen die Krefelder Pinguine. Ja, aber wie gesagt, wie jetzt schon in diesem Part erwähnt, die Krefelder lassen sich nicht unterkriegen und spielen weiter mit Eishockey. Und vielleicht wird es nochmal spannend. Also bis jetzt ist es trotzdem 3-0 umkämpft. Also das 3-0 sagt, 3-0 sagt hier in dem Fall nichts aus über den Spielstand. Obwohl jetzt bei dem Trainer sagt, als Trainerfeedback, das sieht man ja hier, verteidigt die Führung. Ja? Wir werden sehen, ob wir die Führung verteidigen können oder ob die Krefelder nach diesen im nächsten Drittel wieder zurückkommen. Und damit verabschiede ich mich von meiner Seite her, weil das war's schon wieder mit dem Part. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Lasst den Kommentar da, wenn euch irgendwas an diesem Video stört, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt.
wenn ihr einfach nur wollt, dass ich mir euren Kanal angucke. Ja. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das pusht das Video noch ein bisschen und das hilft auch, den Kanal zu verbessern. Und wenn ihr euch sagt, diesen Kanal möchte ich unterstützen, dann lasst doch bitte ein Abo da. Das geht ganz schnell, es sind 5 Sekunden. Einfach auf diesen roten Button neben dem Kanalnamen drücken. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder zum finalen dritten Drittel im Spiel Adler Mannheim gegen die Krefeld Pinguine. Ich bin raus. Tschö, mit Ö.